Das gibt wieder schöne Hate-Fotos bzw. TikTok-Videos und YouTube-Shorts, wo die Leute sagen, das ist kein Panther-Ausführung G3L sowieso, sondern das Y-Modell. Du musst das doch wissen. Hör sofort auf mit deinen TikToks, wenn du dich nicht vorher informierst. Du musst das wissen. Jeder Panzer muss doch namentlich benannt werden und muss von der Ausführung und von der Kanone konkret beschrieben werden. Ansonsten darfst du keine Videos auf TikTok und YouTube hochladen. Ja. So sind die Leute hier auf TikTok und auf YouTube Shorts unterwegs. Wenn ich was Falsches über ein Panzermodell sage, rasten die Leute komplett aus. So. Also. Nehmt dieses Video immer als Anreiz, um selbst hier hinzukommen, um uns selbst ein Bild zu machen und gerne auch belehren. Aber immer nett sein dabei. Ansonsten werdet ihr nämlich blockiert, ihr lieben Leute. So, meine DC Douglas haben wir hier direkt. Und da ist ein nachgeahmter Bunker vom Zweiten Weltkrieg mit einer Pack drin. Das wird auf jeden Fall ein geiles Video, das verspreche ich euch. Ich war selbst noch nicht hier, ich kenne Fotos. Und ich würde sagen, regeln wir mal alles. Oder gucken wir uns erst alle Exponate im Außenbereich an. Ich glaube, wir gehen erstmal rein, ja? So, meine Freunde, also jetzt einmal direkt vom Eingang und ich merke, ich muss auf jeden Fall gleich direkt den GoPro-Akku wechseln. Im Hintergrund seht ihr schon eine Flugabwehrkanone, sieht ein bisschen aus wie die 88, ist auch von der Farbe her wahrscheinlich eine deutsche, aber sie sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ich guck mal, vielleicht haben wir irgendwo ein Typenschild. Typenschild kann ich jetzt nicht entdecken. Also sie ist auch leider arretiert und kann sie nicht mehr. Erika heißt sie. So, und hier gucken wir uns mal die Funktionsweise für die Richtung. Also Richtung, ne? Richtung ist nicht nur links, rechts, sondern auch Höhe und Seite natürlich. Und wie die meisten von euch wissen, wurde die deutsche 88 auch für die Panzerabwehr eingesetzt. Die hatte nämlich auf über 2,5 Kilometer noch jede feindliche Panzerung durchdringen können. Auch von diesem Crocodile oder Archer, der direkt vor mir steht. Wir gucken uns den mal an. Und dann gucken wir noch mal gleich auf die 88. Aber entweder ist das ein Crocodile oder ein Archer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall britisches Modell. Und keine Ahnung, ob das mal ein Ausguck war. Guck mal, wie fett die Panzerung ist. Und hier war wahrscheinlich das Maschinengewehr. Ja, ist wahrscheinlich sogar. Mit so einer Panzerplatte da drauf. Oder so ein. Genau, gummiert. Damit die Schläge nicht direkt eins zu eins durchgehen hier. Und schaut mal hier die Seite an. Das wird wahrscheinlich entweder eine Luke gewesen sein für den Mechaniker, dass er hier Dinge reparieren konnte. Oder es war Notausstieg. Das weiß ich leider nicht. Zustand geht so, ziemlich runtergerostet. Könnte man mal wieder anstreichen, finde ich. Ein bisschen Gegenlicht, aber ich denke, das kriegen wir hin. Hier wurde was Neues angeschweißt. Sieht relativ neu aus. Ja, interessantes Panzerchen, oder? Leider nirgendwo Schilder, Leute. So, da haben wir noch mal die 88. Ich habe es euch versprochen, die gucken wir uns noch mal an. Ich gehe davon aus, dass eine 88 ist. Ich bin mit der Erika steht drauf. Und die Ringe zählten die Abschüsse. Also es ist schade, dass hier nichts beschriftet ist hier. So, das sind sogenannte Panzerglocken. Die kennen wir von der Maginot-Linie, vom Westwall, vom Ostwall. Alle Nationen haben die damals eingesetzt. Krupp zum Beispiel war einer der Hersteller für die Deutschen. Und jetzt seht ihr mal, wie tief die tatsächlich auch waren. Die sind ja in Beton eingelassen worden. Aber, und das sind übrigens die Trageriemen. Zwei Stück musste man haben, damit die nicht baumelten. Und das ist in der Regel die Stückzahl. 16 Stück von diesen wurden gebaut. So, hier haben wir eine kleinere. Das ist übrigens
höchstwahrscheinlich für Maschinengewehren. Und das hier ist eine Beobachtungsglocke aus Panzerstahl. In dem Wehrtechnischen Museum in Koblenz steht eine Panzerplatte. Ich kann euch das Video gerne mal verlinken, wenn ich dran denke. Da wurden Schusstests drauf durchgeführt. Und da sieht man noch alten Stahl, der am Anfang getestet wurde. Und der hat den Geschoss nicht standgehalten. Und deswegen hat man dann, ist man später dazu übergegangen, höherwertigen Stahl zu nehmen. Und jetzt habe ich hier draußen, glaube ich, genug gelabert. Den Rest gucken wir uns nämlich gleich nach dem Museumsgang an. Da vorne steht noch ein Sherman und da vorne haben wir am Straßenrand noch einige weitere gesehen. Ich würde sagen, ich werde mir jetzt erstmal ein Ticket holen und dann geht das los. So, meine Freunde, willkommen zurück. Und zwar habe ich gerade das Ticket gekauft und habe bezahlt 9,50 Euro. Da ist das Ticket. Das benötigt man also auch, um hier in die verschiedenen Bereiche reinzukommen. Und aktuell kommen ein paar Leute rein, aber ich habe Glück. Ich glaube, ich bin fast alleine hier. Ich versuche natürlich maximal wenig Menschen drauf zu bekommen, aber es ist ein Museum. Ich kann euch nicht versprechen, dass es natürlich ohne Menschen abläuft, aber ich versuche euch maximal die Sachen zu zeigen, sodass wir mehr oder weniger alleine sind. Ich habe gestern ein bisschen gefeiert, deswegen seht mir das nach. Ich habe noch ein bisschen Augenringe und ich schlage vor, wir fangen an mit dem Teil, wo russische Soldaten ausgestellt sind. Russische Soldaten und deren Ausrüstung und Bekleidung. Und hier geht das los. Leider sehr, sehr wenig beschildert. Übrigens hier Josef Stalin. Ich gehe davon aus, dass es ein Originalbild ist. Ja, und solche Kleidung hatte man damals und musste damit kämpfen. Das sind die Gewehre und es gab ja einige Berühmtheiten, die später auch stilisiert wurden. Scharfschützen, viele davon waren auch Frauen, insbesondere in der Zeit um die Schlacht um Stalingrad, heute Wolgograd, wurden Scharfschützen bei der russischen Armee sehr häufig eingesetzt und die waren auch sehr, sehr effektiv und die haben aus der Stille getötet und auch immer versucht, auf Hauptmänner, Offiziere und so weiter zu zielen. Und schau mal, das ist alles original. Das ist die Propaganda von damals. Boah, das ist natürlich, das ist schon ein toller Fundus. Das ist übrigens hier so ein Mörser, so ein Steilfeuergeschütz. Das sind die, das ist die Munition dafür. Da ist so eine kleine Treibladung hinten drin. Wenn die da reinfällt, dann wird die gezündet und durch den Winkel und natürlich auch die Neigung konnte man dann Ziele in Gräben und so weiter treffen, die man mit einem Gewehr und so weiter nicht getroffen hat. Der hier hat eine russische Handgranate in der Hand, weil es auch eine amerikanische sein könnte. Weil Amerika hat ja Russland maximal mit Waffen unterstützt über den Seeweg. Und deswegen war der Russe relativ gut ausgestattet. Amerika hat ja Unmengen an Waffen geliefert an alle Kriegsparteien. Und hier haben wir ein überschweres MG. Schaut euch mal an. Selbst mit Lafette, mit Riesenlafette hatte man noch hier quasi so ein, ja, so ein Gestänge, wo man seine Schultern drauflegen konnte gegen Rückstoß und natürlich, dass man besser zielen konnte. Auch mit Rollen konnte man also auch liegend schießen, aber höher hat man natürlich eine höhere Reichweite und kann natürlich auch weiter entfernte Ziele erreichen. So, hier haben wir eine Panzerbüchse. Schaut euch mal an. Das kann tatsächlich Panzerstahl von Panzern durchschlagen. Das geht. Hier ist noch einer, der hat noch einen in der Hand. Und das Gute ist hier, spiegelt es nicht so stark. Ob die Original ist, dieser Tarnanzug, I don't know. Und das war wahrscheinlich die Kleidung eines normalen Soldaten. Russland ist ja nicht, besteht ja nicht nur aus den Russen, die in Moskau oder um Moskau leben. Es gibt ja auch Sibirien und ganz, ganz viele andere Teile von Russland, wo die Menschen teilweise komplett anders aussehen, teilweise wie Asiaten, teilweise wie im Westen.
wie bei uns, da würden wir kaum Unterschied erkennen, je nachdem, wo die Menschen sind. Also hier Russi und hier haben wir die Abteilung für die Russen. So, jetzt haben wir gerade ein paar Menschen, die lassen wir einmal vor, aber so, einmal ganz kurz ernst werden, bevor wir uns auf das da freuen dürfen. Natürlich hat auch der Zweite Weltkrieg immer auch mit Konzentrationslagern zu tun. Die waren in Deutschland, die gab es in Deutschland. Das waren Arbeitslager, aber auch Todeslager. Todeslager war zum Beispiel Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Der Russe hatte die sogenannten Gulags. Der Amerikaner hatte die Rhein-Wiesen-Lager. Und ja, so hatte jedes Land seine Straflager. Ein Gulag könnte man eigentlich auch gut als Todeslager bezeichnen. Das, was die Deutschen halt gemacht haben, die haben systematisch versucht, ein Volk umzubringen, die Juden, und haben das industrialisiert. Und das ist natürlich auf einem ganz anderen Stand, als die anderen Nationen das gemacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir aufklären. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier in diesem Museum darüber spricht und dem auch einen Teil des Museums spendiert, auch wenn es ein Militärmuseum ist. Und hier nochmal der Blick. Aber jetzt möchte ich euch den Blick nicht mehr verweigern. Und jetzt sehen wir hier direkt schon am Anfang Panzer oder gepanzerte Objekte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Hier die 1001 STKFZ 304 Springer. Ich lese euch mal vor. Oi, ist zwar auf Deutsch, aber es ist auf Französisch. Ja, schade. Mal gucken, ob ich es. Es ist alles auf Französisch. Egal, was es ist, ist immer auf Französisch. Das ist ja auch geil, ne? So eine alte Europakarte. Ja, was wird das sein? Das wird wahrscheinlich irgendwie gepanzertes Fahrzeug sein für Munitionstransport. 42 km/h schnell. Viele Menschen passen da halt nicht rein, ne? So, ein leichter Zugkraftwagen. Ey, der Zustand ist ja wohl atemberaubend. Auch noch nie gesehen. Ein Motor. Jeder, der sich für Motoren interessiert, wird hier sicherlich auch fündig. So, hier ist sogar das Ding, ist von der SS. Ob das Original ist, glaube ich nicht. Ob die Farbe Original ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Halbkette. Warum Halbkette? Vorne Reifen, hinten Kette. Deswegen Halbkette. Und ob das die originale Tarnbefarbung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht sie nicht gut gemacht aus. So, mal gucken. Hier haben wir Deutsch. Der ursprüngliche Idee des Sonderkraftfahrzeugs 51 war, eine Gruppe von Kämpfern auf dem Schlachtfeld zu transportieren, von Handfeuerwaffen und Artillerie zu schützen. Wegen der vielen Abschirmplatten geneigt ist die C-Version komplex zu montieren. 20 Varianten wurden hergestellt. Antitank, Flugabwehr, Flammenwerfer, Krankenwagen. Das gepanzerte Fahrzeug war in allen Kampagnen beteiligt und wurde Wahrzeichen der deutschen Armee. Tatsächlich. Also, ich kenne das Ding mit einer Flak drauf, ich kenne das Ding mit einer Kanone drauf, ich kenne das Ding mit einem MG 44, you name it. Und diese Sachen werden ja heute tatsächlich noch gebaut. Natürlich nicht so, sondern es gibt heute auch gepanzerte Truppentransporter. Und das ist quasi das Vorbild für diese heutigen Truppentransporter, die es immer noch gibt. Hier haben wir den Borgward, leichter Zugkraftwagen, auch ein Top-Zustand, Leute. Und hier, schaut mal, Halbkette, vorne der Reifen, hinten wieder die Kette, habe ich noch nie gesehen. Unik P107, keine deutsche Erklärung, ist ein französisches Modell, wahrscheinlich eine Bofors-Flugabwehrkanone, konnte allerdings auch im Erdkampf, ist aber ein deutsches Balkenkreuz ist drauf. Konnte natürlich auch im Erdkampf gegen Infanterie zum Beispiel oder leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden. Windhunddivision, die hat gekämpft bei den Schlachten um den Hürtgemalt. Ich glaube auch Ardennenoffensive wurde sie eingesetzt. Und Windhunddivision, weil der, ich glaube, Kompanieführer einen Windhund hatte, den er immer dabei hatte. Und es gab in Raum Hürtgen, gab es ein großes Monument, inklusive Schaubildern und Gedenktafeln. Und die hat tatsächlich unsere Regierung
Grün übrigens hat die demontieren lassen, weil man den Verteidigern des deutschen Landes nicht gedenken wollte. Keine, ja, und deswegen gibt es heute einen Mahnplatz ohne Gedenktafeln und ohne alles. Muss man sich mal vorstellen, dass man den Verteidigern Deutschlands keine Möglichkeit gibt zu gedenken. Weil am Ende des Tages sind es ja, na klar, es sind Soldaten gewesen, aber es waren ja die Brüder, die Söhne von irgendwelchen Müttern. Und ja, sie haben vielleicht auf der falschen Seite gekämpft, aber sie haben trotzdem vielleicht ihr Leben lassen müssen, weil sie eingezogen wurden. Und deswegen finde ich es total schade, dass man solche Mahnmale nicht hat, weil eine Demokratie muss sowas aushalten können. Dass das nicht jedem gefällt, sehe ich ein. Aber letztendlich gehört es zu unserer Geschichte. Und wenn wir unsere Geschichte verleugnen, Leute, und wir sind ja gerade wieder auf dem besten Wege in einen Krieg, dann wiederholt sich sowas vielleicht. Und ich zeige euch diese Waffen und diese Videos, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, diese Waffen sind imposant, aber die sind dafür da, um das Töten zu erleichtern. Die kommen, die Großen hier mit der Mündungsbremse, die kommen auf über 40 Kilometer Reichweite. Bedeutet, der Mensch, du oder dein Sohn oder dein Papa, der wird diese Granate einführen in so ein Geschütz und wird Menschen in über 40 Kilometer damit töten. Und nicht nur Soldaten, die vielleicht in den Krieg wollten, vielleicht aber auch nicht, sondern auch ganz viele Zivilisten. Und stellt euch mal vor, die Granate schlägt bei euch ein und dann ist es völlig egal, wer diese Granate geschossen hat, weil eure Familie ist tot. So, Panzerabwehrkanone, die wurde tatsächlich gegen militärische Ziele eingesetzt. Pack 38, 50 mm. Die konnte schon, ich glaube, aus 2700 Meter, das war so die wirksame Distanz, Panzerstahl 100 mm bestimmt durchbrechen. Genau weiß ich es leider nicht. Hier haben wir eine riesige Kanone. Schaut mal. Das ist ein Artilleriefeldgeschütz, müsste das sein. Genau, SFH 18, 15 cm, also 150er Kaliber. Schaut euch das mal an, was man dafür Rückstoßdämpfer benötigt, damit man den Rückstoß überhaupt unter Kontrolle haben kann. Übrigens hier ein Püppchen, Pack 36, Ursprungsmodell. Die konnte später gar nichts mehr anrichten. Also die war nur am Anfang spannend gegen militärische Fahrzeuge. Und dann hat man hier später eine, die ist sogar noch bewegbar, lassen wir mal die Finger vorne, nicht dass da noch, nee, hat man hier eine flügelstabilisierte Sprengkörper drauf gemacht. Hier war quasi Sprengmittel drin und wenn die aufgetroffen ist, und das ist übrigens der Zünder, sollte man nicht zu fest drauf drücken, wenn da was drin ist, dann wurde so ein Strahl Kupfer in oder durch die Panzerung durchgeschossen und die Menschen da drin sind dann ja, entweder verbrannt oder wurden durch die Splitter halt so stark getroffen, dass sie dann auch totgegangen sind. Meistens ist auch die Munition hochgegangen und ist der ganze Panzer explodiert. Das ist ein sogenanntes Püppchen. Sehr spannender kleiner Raketenwerfer. Relativ leicht. Leichter als die. Ist aber deutlich durchschlagskräftiger. Und ich glaube, 2-Mann-Besatzung, wenn ich mich richtig erinnere. 100 Kilo wiegt die. Und die wiegt. Schade, steht nicht drin. Aber deutlich mehr als 100 Kilo. Das bedeutet, 2-3 Mann konnten die ganz gut bedienen. So, wahrscheinlich das bekannteste Modell unter den Panzerabwehrkanonen, das ist die Pak 40, 7,5 mm und das sind die Granaten da vorne. Hier ein alter Motor und hier haben wir den Jagdpanzer 38T Hetzer. Ein sehr spannendes Modell. Man hat hier relativ flach aufgebaut, wie ihr seht. Also er ist 2 Meter hoch, würde ich sagen. Ich bin nur, dass ihr mal einen Größenvergleich habt, ganz grob 2 Meter. Und man hat diese Panzer genutzt, um andere Panzer abzuschießen. Und dadurch, dass sie so gedrungen waren, so niedrig, boten sie den anderen Panzern, die viel höher sind in der Regel, ja, haben wir ganz viele Beispiele, relativ wenig Platz, weil die Silhouette klein und gedrungen ist. Und gerichtet hat man tatsächlich zum Großteil über die Position der Ketten bzw. des Panzers generell,
weil die Richtfunktion links und rechts, die ist relativ eingeschränkt. Und der war für die Panzerjagd. Genau. Frontplatze, hört mal das Lied. Hört ihr das Lied? Witzig. Erika. Also war auch ein sehr guter Panzer, wurde häufig gebaut. Und hier, schaut mal hier, deswegen darf man auch keine Taschen mit reinnehmen, weil hier Exponate einfach rumstehen. Die werden wahrscheinlich nicht befestigt worden sein. Und deswegen könnte man theoretisch hier auch Sachen mitgehen lassen. Und man wird mehrfach hier am Eingangsbereich darauf hingewiesen, dass man keine Tasche und Co. mit reinnehmen darf. Schaut mal hier. Häufig relativ starke Kanone, aber dadurch, dass halt oben der Kampfraum offen ist, konnte man mit einem gezielten Wurf die Granate einfach reinwerfen und die Besatzung ausschalten und dann den Panzer als Beutefahrzeug nutzen. Das ist häufig passiert und stellt euch vor, Flieger, die hatten auch starke Bordkanonen. Teilweise sind sie auch sogar bei den schwereren Panzern durchgekommen, aber hier gab es natürlich gar keinen Schutz. So, hier haben wir die Feldhaubitze einmal von hinten und da seht ihr mal die fetten Schilder. Die werden tief in den Boden eingefahren, damit der Rückstoß dann vom Erdreich aufgenommen werden konnte. Flugabwehrkanone, wahrscheinlich 2 cm. Interessantes Detail, schaut mal. Die wurde ja von dem Auto gezogen und hat hinten so eine Rotleuchte dran. Habe ich auch noch nie gesehen. Und das hier die, sind die Kartuschenbehälter für die Granaten. Da waren die Granaten drin, natürlich hier auch. Ja, und häufig war es so, dass die Zünder separat von den Granaten an sich, also mit der Sprengladung transportiert wurden. Poh. Da haben wir nochmal Extraläufe. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn die hier geschossen hat und die hatten eine sehr, sehr hohe Kadenz. Das sind ja einzelne Maschinenkanonen, überschwere Maschinen, 2 cm Kanonen, mehrere Stück. Und das sind übrigens die Magazine dafür, direkt griffbereit, damit man schnell wechseln konnte. Da vorne ist derjenige, der gezielt hat und saß dann da auch. Höhe und Seite konnte er selbst richten. Und dann hat er eine Spur in den Himmel geschossen und musste ungefähr antizipieren, wo das Flugzeug in den Sekunden dann ist, wo dann die Kugeln auftreffen. Weil die hat natürlich eine hohe Geschwindigkeit, die Kugeln oder die Geschosse. Aber ein Flugzeug bewegt sich ja und über die Distanz könnt ihr euch ja vorstellen, man schießt unten. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Auto, wenn ihr mal was aus dem Auto geworfen habt als kleine Kinder. Das ist ja nicht so, dass es direkt fällt, sondern es gibt halt eine Verzögerung. Und das musste er mit einberechnen. Das haben die natürlich gelernt. Und es gibt auch dieses Fadenkreuz da, das ihn dabei unterstützt. Aber man hat die Flugzeuge nicht direkt angeschossen, sondern man musste quasi vor das Flugzeug schießen. Und vielleicht finden wir gleich noch mal eine Flak, da erkläre ich das noch mal ein bisschen, weil es mit einer etwas andere Funktionsweise hier so ein Schnellfeuergeschütz wie so eine relativ langsame Flak 88, die Flugzeuge bekämpft. Und eine Sache noch mal dazu, das sind wie gesagt die Magazine und es standen dann auf jeder Seite Leute, die die Magazine genommen haben, wenn sie leer waren und dann weitergegeben haben. Und so musste das dann immer schnell gehen, weil da sind natürlich nicht so viele Patronen drin wie bei anderen Läufen oder Zuläufen für die Munition. So, ich könnte mich tatsächlich bei jedem einzelnen Panzer könnte ich mich hier mit Details aufhalten. Aber wir wollen natürlich auch, dass das Video nicht wieder 4 Stunden wird. Und das Video kann nur ein Anreiz sein für euch Leute, selbst hier hinzukommen, wenn es euch interessiert. Und für alle die, die sagen, ja, aber das ist ja hier Panzerausführung G und nicht A oder das ist eine F-15 Tomcat und nicht Eagle, andersrum genau. Leute, nehmt es einfach als Inspiration und kommt selbst hier hin, guckt es euch an und schaut mal. Das ist der 10.06.1940, unser Irrtum. Der hat auch auf schwarzen Schweine und Ochsen geschossen. Und guck mal, wie so, und ein deutsches Flugzeug hat er abgeschossen, hoppala. Und da sind die Abschüsse dann in Summe. Eichenlaub. Und auch hier, das ist eine 2 cm klassisch. Ne? Ja, Flak 38, 2 cm.
420 bis 480 Schuss pro Minute, 420 Kilo nur schwer, 360 rotierbar. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell dieses Ding rotieren kann. Uiuiui. STK FZ8. Leute, das ist mal ein Ungetüm, würde ich sagen. Es gab sogar noch größere, aber das hier ist doch mal wirklich imposant, oder? Das hier ist mal richtig imposant. Auf der Militrax in Overloon kann man damit fahren. Und die Militrax sind jetzt demnächst auch wieder. Und ich habe eine Drehgenehmigung angefragt. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit Falk euch das dann zu präsentieren. So, Flakscheinwerfer SW34. Damit hat man Flugzeuge gesucht am Himmel. Und die Flak dann entsprechend ausgerichtet, die Flakbatterien. Weil eine Flak hat niemals einzeln agiert gegen Flugziele, sondern immer im Verbund. Und musste natürlich auch Strom ran. An der Front gibt es häufig keinen Strom. Deswegen hat man seinen Strom selber mitgebracht mit solchen Generatoren. Auch das erste Mal, dass ich das sehe. Mega. Und schaut mal, das Video wird auf jeden Fall mega lang. So, toller Zustand. Ich zeige es auf jeden Fall mal, weil 1939 alleine schon, der Zustand ist mega. Ich interessiere mich jetzt nicht so für Motorräder oder für Zivilfahrzeuge, aber man darf ja nicht immer von sich ausgehen, sondern vielleicht sind ja einige Personen von euch dabei, die sich hier zum Beispiel für den Citroën U23 interessieren, weil das ist auch schon, ne, der hat diese kleinen Schlitze, damit man das Licht nicht von überall sieht, sondern dass man einen relativ kleinen Bereich nur ausgeleuchtet hat. Anders als hier der Unik. Leute, das ist unvorstellbar, was es hier alles zu sehen gibt. Ihr müsst hier hinkommen. Ist relativ nah hinter der deutschen Grenze. Wir sind in Frankreich, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Hier haben wir noch ein Wüstenfahrzeug. Ist ein Hakenkreuz mit einer Palme drauf. SPA Autoblinder, italienisches Modell. Es war ja so, dass die Italiener damals gemeinsam mit uns gekämpft haben. Später haben sie ja, wie bei vielen anderen Kriegen übrigens auch, haben sie die Seite gewechselt. Und damit sind sie nicht als Verlierer aus dem Krieg herausgetreten. So, und hier steht sogar noch Wehrmacht drauf. Seht ihr das? Links kann man Wehrmacht erkennen. Und das ist so ein sogenanntes Spähfahrzeug. Sehr schnell, geländefähig. Leicht gepanzert und ist dafür da gewesen, um nah an die Frontabschnitte ranzufahren, wo der Gegner vermutet wurde, aufzuklären und dann zurück. Und häufig hatten die eine sehr, sehr gute Funkausrüstung. Was ist das denn bitte? Das ist ja mal ein witziges Gefährt, oder? 0,0 Panzerung. Es wird wahrscheinlich ein Mannschaftstransporter sein oder Waffentransporter. Und die Möglichkeit, eine Anhängelast anzulegen, wird auch gegeben sein. Auch interessant hier, so ein Schwenkmechanismus in der Mitte. Ich gehe davon aus, dass er irgendwelche Lasten gezogen hat. Und schaut euch mal diese Reifen an. Also das ist ein Traktor, um die Artillerie zu ziehen. Das werden wahrscheinlich auch für die Artillerie gewesen sein. Und hier ein deutscher Nebelwerfer. Warum Nebelwerfer? Der hat ja keinen Nebel geworfen. Das ist der Tarnname gewesen. Das war damals der Tarnname für diesen Raketenwerfer. Und der hat einen Treffer abbekommen. Aber ansonsten, toller Zustand. Wer weiß, vielleicht ist der Matsch sogar noch von damals. Auch der hatte natürlich Rückstoß, obwohl es Raketen waren. Aber hier relativ wenig. So, ich wurde von hinten beladen. Und dann hat man hier verschlossen. Und dann hat man das von einer etwas entfernteren Position dann freigegeben. Und hier ein Einmannbunker. Oh, hier ist gar kein Platz drin. Ich mache einfach für euch das Licht an. Schaut mal, wir sind jetzt hier in diesem Einmannbunker drin. Hammer, ne? Ja. Und der Eingang ist ganz schmal. Und da konnten vielleicht ein, zwei Personen konnten da drin Platz finden und sich vor Luftangriffen in Sicherheit bringen. Die stehen teilweise in Deutschland sogar noch rum. Und man kann die besichtigen. So, das ist aktuell modern. So, und hier haben wir auf einem Drehkranz eine Kanone.
Ist die abgesägt worden oder ist sie so kurz? Die ist so kurz. Das könnte ein Festungsgeschütz sein. Von Maginot, aus einem Maginot-Bauwerk. Und da seht ihr, hier wurde die Granate eingeführt. Und dann konnte man hier den Verschluss zurückziehen. Dann ist der Verschluss zugegangen. Und dann hatte man hier die Möglichkeit, irgendwo hier zu schießen. Da. Und dann gab es einen Rückstoß, weil die Kanone natürlich ein Explosivgeschoss inne hatte für die Treibladung. Das brauchte man für den Rückstoß einen Dämpfer. Und dann konnte man den Bajonettverschluss wieder öffnen und dann wieder feuern. Und das ist natürlich perfekter Zustand. Also ich glaube, entweder Panzer oder Festungsgeschütz. Weil in der Regel, seht ihr, so werden die ja verbaut. Oder so. Und hier ist ja eine komplette Glocke. Ja, schwierig, weiß ich jetzt nicht. So, auch selten. Früher hat man einen Panzer gebaut mit zwei Kanonen. Das, ich erzähle, guck mal, da ist sie ja. Das ist die Kanone. Das ist sie 1:1. Man sieht das Schild vorne, das ist sie. Damit ihr seht, das Ding ist da drin. Genau, man hat eine Zeit lang im Zweiten Weltkrieg ausprobiert, ob es nicht sinnvoll ist, zwei Kanonen in einen Panzer reinzubauen. Gab es auch im Ersten Weltkrieg, gab es schon Panzer, die das Konzept inne hatten. Und der hat das auf jeden Fall. Hier mit der unteren Kanone konnte man nicht nach links und rechts ausrichten. Das bedeutet, man musste den gesamten Panzer dann ausrichten. Und die obere Kanone konnte relativ schnell gedreht werden. Und man hat dann die Möglichkeit gehabt, auch bewegliche Ziele zu beschießen und zu bekämpfen. Ich gehe davon aus, dass das für oder gegen feste Stellungen oder Wohngebäude gewesen ist. So, mein Gott. Oh mein Gott, man kann reingucken. Leute, man kann reingucken. Schaut euch das mal, ich mache euch mal Licht an. Das ist ja wohl der Hammer. So sieht das da drin aus. Das ist ja wohl. Wer weiß, ob der einen Treffer abbekommen hat. Hier das Federbein, der Motor. Ich sehe auf jeden Fall nichts, was auf den Treffer hindeutet. Aber es macht ja, ich lüge euch an, natürlich. Der hat hier vier fette Treffer abbekommen. Und hier vielleicht auch, da sieht man es, da hat er einen abgekriegt. Alter Schwede, hat der einen raufgekriegt. Unten auch. Das bedeutet, er wurde definitiv entweder als Hartziel benutzt oder man hat mir richtig einen draufgegeben. Beides möglich, oder? Und da oben auch. Ja. Und hinten auch, die Klappe ist weggesprengt worden. Mega. Der Motor. Da oben wurde er restauriert. Ultimativ, das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Also, Hammer. Mal gucken, was gut. Es hört ja nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Schaut euch das an. Es hört nicht auf. Es geht einfach weiter. Da oben auch nochmal. Alles voll. Alles voll. Haubitzer M1A1, 155 mm. Amerikanisches Modell. War richtig brutal. Konnte auch sehr weit schießen. Und den Tod über Kilometer ins Ziel tragen. Amphibienfahrzeug. Ich glaube, wurde sogar noch im Vietnamkrieg eingesetzt. Auch hier eine ganz bekannte Howitzer M2A1. Man sieht direkt den Unterschied zu deutschen Modellen. Die Hülsen noch, Granaten komplett. Highspeed-Tractor. Mit einem schweren Browning-Maschinengewehr obendrauf. Das ist ja wohl. Habe ich noch nie gesehen. Continental Air. Ach, das ist der Motor. Ey Leute. Amphibien, hundertprozentig Amphibienfahrzeug. Das ist ja wohl. Wie riesig der ist. LVT4 Alligator nennt er sich. Ich denke Vietnamkrieg. Oder vielleicht sogar noch in Japan. Guadalcanal vielleicht eingesetzt worden. Mal gucken, ob wir irgendwo was finden an Datum. 1944, also Ende des Krieges, aber habe ich niemals im Zweiten Weltkrieg gesehen. Ich gehe also davon aus, dass er für den Pazifikkrieg gebaut wurde. So, ein Tankdestroyer, richtig große Kanone. Der konnte auch den
schweren Kampfpanzern der Deutschen gefährlich werden. Fette Panzerung, sehr stark geneigt. Und ja, der konnte schon was. 33 Tonnen, 51 km/h Spitze, 1942 wurde der gebaut. So sehen übrigens die Motoren aus. Man braucht richtig Power, um die 55 Tonnen zu bewegen. Häufig ein Zwölfzylinder, häufig untermotorisiert, bei den Deutschen sehr häufig. Alter, das ist doch viel moderner, oder? Ein Sexton MC, der sieht richtig modern aus, Leute. Wurde aber 43 gebaut. Der sieht so ultramodern aus, finde ich. Kanadier, Exterminator, ja. Ja, da saßen die da hinten drin, oder standen besser gesagt, haben die Granaten eingeführt. Die haben eine große Funkantenne, weil sie waren in der Regel weiter weg als der Artilleriebeobachter. Der hat die Ziele durchgegeben und auch die Einschläge dann überprüft, ob die gut waren und ob man nochmal nachjustieren musste. Und in der Regel bestand so ein Panzer aus mehreren, und dann hatte man das Batterie genannt. Und dann hat man, je nachdem wie steil man gefeuert hat, konnte man mehrfach hintereinander schießen und hatte dann immer das Rohr weiter gesenkt, weniger Treibladung eingeführt, und dann sind die trotzdem alle im gleichen Zielgebiet runtergekommen. Und wenn 6 Panzer zusammen 6 Granaten in dieser Zeit abschießen können, 6x6 sind 36 Leute, dann schlagen mal eben 36 Granaten zeitgleich ein, obwohl nur 6 Panzer in diesem Zug geschossen haben. Boah! Also eine Superlative folgt der nächsten. M19 Gun Motor Carriage. 1944 auch. Also hier haben wir einen Flakpanzer. Auch der könnte als aktuelles Modell schon fast durchgehen oder aus den 60er, 70er Jahren. Aber nein, der wurde auch noch zum Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut und hatte riesige Flugabwehrgeschütze. Keine Ahnung, wir müssen gleich mal gucken. Das sieht mir irgendwie schon nach 7 cm oder so aus. Alter. Das ist unglaublich. Hier nochmal Ersatzläufe. Dieses Museum ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Für jeder. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Da habe ich gerade nicht gesehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir 40 cm. Es sieht deutlich mehr aus, oder? Aber hier, wenn man hier guckt, das sind 4 cm, also 40 mm Kaliber. Und hier haben wir einen Teil eines U-Boots. Boah. Deutsches U-Boot ist wahrscheinlich, ja. Mega. Schaut euch das mal an. Ich denke, das ist nachgebaut, ja. Aber haben sich richtig Mühe gegeben. Ja, man hat auch die Wölfe der Meere, hat man die genannt, am Anfang auf jeden Fall, weil sie sind quasi im Verbund, im Rudel sind sie aufgetaucht, haben dann die Konvois angegriffen, haben sie versenkt und sind dann einfach wieder untergetaucht, als ob sie niemals da waren. Am Anfang haben sie noch den Matrosen der gegnerischen Seite haben sie noch gerettet. Es gibt einige Rettungsmanöver. Aber zum Ende des Krieges, als der totale Krieg ausgerufen war, sowieso, hat man dann einfach nur noch, egal was man hatte, versenkt. Auch Zivilmaschinen. Und da sind so viele Menschen bei umgekommen. Aber auch die U-Boot-Besatzung hatte zum Ende des Krieges ein richtig, richtig schwieriges Leben. Weil es gab dann so nah Wasserbomben. Und dadurch hatte man eine wirklich gute Möglichkeit, den U-Booten dann auch Herr zu werden. Weil das Ziel von der Kommandantur, die U-Boote, also die Kriegsmarine, steuerte, war, England war ja Kriegspartei und man wollte eigentlich mit England einen Frieden, man wollte sowieso mit England Frieden, aber England hatte sich nicht darauf eingelassen. Und dann hat man gesagt, wir müssen, weil es England ist ja eine Insel, wir müssen England vom Nachschub abschneiden, sowohl für die Zivilbevölkerung das Essen, damit die aufgeben, aber auch natürlich für den militärischen Nachschub. Wollte man, dass das aufhört, damit man England in die Knie zwingen konnte und im Zweifel einen separaten Frieden mit denen aushandeln konnte. Weil ihr wisst ja, Deutschland hat an mehreren Fronten Krieg geführt und ein Zweifrontenkrieg ist immer schwierig, weil man natürlich seine Armeen dann aufsplitten muss. Und wie ihr wissen, hat Deutschland sich damals nicht mit Kleinstaaten irgendwie angelegt, sondern mit Russland.
und auf der anderen Seite mit Frankreich, Polen und ja, alle anderen dann auch. Ne? Es war ja dann ein Weltkrieg. So, Wehrmacht, feuergefährlich, 1944. Ein altes Ölfass. Und hier ist ein alter Traktor. Krass, sieht schon fast aus wie so ein Zug. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich amerikanische Panzer, ganz genau. M18 Hellcat war auch ein Panzerzerstörer. Kam relativ spät in den Krieg und hat ein Rohr oder ein Kaliber von 92 km/h konnte er machen. 7,62 ist Maschinengewehr, 12,7 haben wir hier. Und hier seht ihr so eine, so was Gedrehtes, das ist, nennt man gedrehter Lauf, damit die Geschosse stabilisiert werden konnten und damit waren sie zielsicherer. So, M26 Pershing. Und das sind die Geschosshülsen, wurde also geschossen hier. Extrem starke Panzerung. Und schaut euch mal den riesen massiven Turm an. Den hat man demilitarisiert wahrscheinlich auf der Seite. Könnte aber auch vielleicht ein Treffer gewesen sein, weil hier vorne ist er ganz schön beschädigt. Ich versuche den mal ein bisschen besser drauf zu kommen. Mit Mündungsbremse. Ein riesen Teil, Leute. Pershing war übrigens ein entweder Offizier oder ein ranghoher Major, ich weiß gar nicht mehr. Man hat die Panzer nach den Offizieren oder Majoren genannt und die Flugzeugträger übrigens heute benennt man nach den Präsidenten. Auch die Schiffe, die Nimitz zum Beispiel. Jeder würde sagen, die Nimitz-Klasse ist wahrscheinlich einfach nur eine Bedeutung für diese Klasse. Nein, es war entweder, also bei den Schiffen weiß ich es jetzt gar nicht, bei den Flugzeugträgern sind es auf jeden Fall, also die George Bush zum Beispiel und so weiter und so fort. So, Sherman M4A2, also spätes Modell, baut ziemlich hoch auf, wie ihr seht. Man hat dazu auch Tommy-Kocher genannt. Wir waren ja die Crowds und das waren die Tommys. Warum Tommy? Wegen Tom und Jerry, wegen der Zeichentrickserie. Genau, die haben Hitler auch aufs Korn genommen und die könnte man heute den Kindern gar nicht mehr zeigen, weil Tom und Jerry war damals nicht für Kindersendungen gedacht, Zeichentrick, sondern wurde auch für Kriegspropaganda eingesetzt und zur Diffamierung der Deutschen, Hitler und so weiter. Genau, 80.000 Stück war der meistgebauteste Panzer im Zweiten Weltkrieg, direkt nach dem hier. Das hier ist der T-34-85. Die 85 am Ende bezeichnet ein Modell mit einer längeren, kampfwertgesteigerten Kanone. Und das sehen wir hier. Ansonsten ein Panzer, der wirklich der Zeit voraus war. Und dazu gibt es eine schöne Anekdote. Der Typ, der den konstruiert hat, hat den gebaut und hat keine Klima- bzw. keine Heizung eingebaut, weil Russen waren sowieso spartanisch. Und der wollte dem Kreml, dem Stalin, diesen Panzer vorführen und der wohnte, glaube ich, 1000 Kilometer oder so entfernt. Dann hat der Typ gesagt, beweisen Sie mir, dass der Panzer gut ist und kommen Sie mit dem Panzer her. Dann ist er mit dem Panzer diese Kilometer gefahren und hat sich dabei eine Lungenentzündung eingeholt. Der Panzer ist dann auf dem Roten Platz am Kreml angekommen und der Typ ist dann an seiner Lungenentzündung gestorben und es war damals der erfolgreichste Panzer und es war zu dem Zeitpunkt, als es diesen Panzer auf dem Schlachtfeld gab, auch der modernste Panzer auf dem Schlachtfeld und die deutschen Panzer hatten in dem Moment keine Chance. Der einzige Vorteil, den die Deutschen hatten, war Funk und eine bessere Ausbildung. Aber trotzdem anhand der Übermacht und der starken und das erste Mal geneigten Panzerung, wir sehen das hier, prallen die Geschosse ab und dadurch hast du auch eine höhere Dicke des Materials, hatten die Deutschen das erste Mal einen großen Nachteil auf dem Schlachtfeld. So, Long Tom hatten wir schon, ich glaube, das ist die Long Tom. Aber wir machen erstmal hier vorne weiter. So.
gucken, dass wir auch wieder niemanden draufkriegen. Hier finden wir ein überschweres, ich denke, das ist eine Panzerbüchse mit allem, was dazugehört. Reinigungswerkzeug, sowas musste immer funktionieren, deswegen musste man die reinigen. Wir können Private Paula, der musste seine Waffe immer so reinigen, dass er sie hätte im Schlaf auch hätte reparieren oder auseinandernehmen können. Und hier auf Skiern, das war für die Ausrichtung und die musste auseinandergenommen werden. Man sieht auch hier das Scharnier, ansonsten wäre die für eine Person zu schwer gewesen. So, und es gab bei allen Nationen Panzergattungen, vom Zerstörer, vom Aufklärer, vom Kampfpanzer, vom was auch immer, also you name it. Und die wurden dann von den verschiedenen Nationen nachgebaut. Und das hier ist ein SU-100, ein total spannender Panzer, weil die Kanone länger ist, fast länger ist als der Panzer selber. Das hatte den Vorteil, dass es sehr, sehr zielgenau eingesetzt werden konnte und eine extreme Reichweite konnte dieser Panzer auch überbrücken. Und das natürlich mit einem sehr großen Geschoss. 50 km/h war auch relativ schnell. 10 cm Kanone. Das ist der Motor. Die Russen haben den immer sehr bedienerfreundlich und wartungsfreundlich eingebaut, aber auch aufgebaut. Deutsche Motoren waren deutlich komplexer, genauso wie die Waffensysteme deutlich komplexer waren. Und schaut euch mal dieses Ungetüm an. ISU 152. Die 152 werden wahrscheinlich für das Kaliber stehen, ganz genau. 152 mm Kaliber. Glattrohrkanone. Und schaut mal hier, das ist ein absolutes Ungetüm. Man hat mit einem Kran, man sieht hier sogar noch die Befestigungsösen, das Geschütz quasi in den Panzer reingefahren und dann montiert. Ich glaube, der ist sogar nur oben verschweißt. Der liegt hier quasi auf. Ne, hier unten ist er tatsächlich auch verschweißt. Aber ich versuche das mal hier für euch drauf zu kriegen. Das ist doch brutal, oder? Es ist einfach unvorstellbar, was man sich so einfallen lässt, um den Gegner zu vernichten. Passen heroische Musik. Und hier der Zugangsbereich oder der Wartungsbereich für den Motor. Da war der Motor drin. Und hier seht ihr die Verarbeitung mal. Die Nähte. Mega krass, oder? So, wo waren wir bei den amerikanischen Modellen stehen geblieben? Ich glaube, hier den Sherman haben wir uns genügend angeschaut. Wie gesagt, 80.000 Stück davon gebaut. Tommy Kocher genannt. Und hier finden wir einen M7 Priest, also ein Priester. Aber auch hier, ich gehe davon aus, dass dieser Panzer von einem General oder was auch immer so benannt wurde. Hier vorne war in der Regel Maschinengewehr drauf für die Nahverteidigung. War offen, das bedeutet, er wurde also nicht Panzer gegen Panzer eingesetzt, sondern es ist ein Steilfeuergeschütz, eine Feldhaubitze in einem Panzer quasi, ein bisschen links und rechts drehbar. Das bedeutet, man musste nicht unbedingt für die Neuausrichtung das ganze Gefährt verändern. Und hier sehen wir einen Originalkasten und ein originales Projektil mit Führungsring. Boah, krass, oder? Hier ist alles zum Anfassen. Ich kann schon wieder die Kommentare lesen. Man fasst nichts an. Hab Respekt vor der Geschichte. Ja, wahrscheinlich geht das auch alles kaputt, wenn ich das anfasse. So, M24 Chaffee. Habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen. Am Anfang habe ich noch gesagt, boah, das ist aber ein seltenes Modell. Aber haben wir im Militärmuseum in Niederlanden gesehen. In Overlund steht, glaube ich, einer. Hier steht jetzt einer. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wie das Museum heißt, ne? Fällt mir gerade auf. Da, MM Park France. MM steht vielleicht für Military Museum? Wahrscheinlich, ne? So, das boah, schwierig zu sagen. So, bevor ich euch zeige, welche Nation hat diesen Panzer hergestellt? Was meint ihr? Es könnte alles sein. Es sieht ein bisschen aus wie die Panzerbande von einem Panzer 1, 2 oder 3, vielleicht sogar, nee, 3, 4 und 5, so ein bisschen, ne? Aber der Turm wiederum ist eher so britisch.
Kanone ist auch eher britisch, könnte aber auch kanadisch sein. Mal schauen. Britisch. Der Komet. Ja. Und hier, das Ding steht ja draußen, das sind Churchill-Panzer. Draußen, was wir da gesehen haben, ist ein Churchill-Panzer. Und Churchill dürfte jedem ein Begriff sein. Das war ja der Gegner, der Widersacher von Adolf Hitler damals. Der Churchill hatte sich zur Aufgabe gesetzt, die deutsche Bevölkerung mit dem Luftkrieg zu vernichten. Hat er genau so gesagt, wird heute allerdings nicht mehr wiedergegeben oder selten wiedergegeben. Aber Völkermord, und das ist in meinen Augen ein Völkermord, gab es auf allen Seiten. Der hatte keinen Bock mehr auf die Deutschen. Deswegen hat man damals die Zivilbevölkerung in Schutt und Asche gelegt. So, hier der Motor davon. Und ihr seht, im Vergleich zu den russischen Modellen ist hier viel mehr Technik drin. Hier kann viel mehr kaputt gehen, hier muss viel mehr gewartet werden. Das sieht ja spannend aus hier. Ein Valentine V. Ganz schmal und ganz zierlich. Ein Stuart. Ich meine, der wurde auch in der Sahara eingesetzt, also im Wüstenkrieg. This vehicle is filled with antifreeze. Must be drained. Ja, Freeze. Könnte also eine Klimaanlage drin gewesen sein und das spricht gerade dafür. Wie ich euch das sagte, Einmannbunker. Wir machen hier, oder machen wir hier die Runde erst zu Ende? Brrr. Ich glaube, wir müssen ja eh noch mal dahin. Machen wir die Runde erst zu Ende, ja? Also, sieht aus wie amerikanisches Modell, ist aber ein 25 Pfünder MK2 der britischen Infanterie. Das ist quasi so wie die Howitzer bei den Amerikanern. Ähnlich gebaut, vielleicht sogar gleich. Und die haben einfach nur das Patent übernommen. Man hat ja damals Patente weitergegeben, damit andere Länder direkt vor Ort bauen konnten und der Transport dann ausfällt. M22 Locust, ja, sieht auch aus wie ein Locust. Oder wie ein Locust. Nie gesehen, das Ding vorher. Halbkettenfahrzeug M3, voll ausgestattet, selbst mit diesem Beutel an der Seite, richtig geil nachgemacht. M3A1 Scout Car, das bedeutet, damit wurde, das war ein Mannschaftstransporter und das war ein Scout Car. Vielleicht ist er in der PS-Zahl sogar gesteigert, der konnte 88, genau, der konnte 72 km/h fahren. Und das ist, ach, guck mal an, gleiche Front. Aber keine Halbkette, sondern ganz normale Reifen. Und dadurch war der natürlich dann schneller. Und ähnlich wie bei dem deutschen Half-Track hat man die Half-Tracks der Amerikaner auch für verschiedene Einsatzzwecke umgebaut. Das hier zum Beispiel ist der M16. Und man hat hinten drauf 4 Browning-Maschinengewehre für die ursprüngliche Flugabwehr. Und hier musste nicht aufwendig nachgefüllt werden, sondern man hat hier riesige Magazine. Und das perfide, man hat die später gegen leichte Bodenziele und Infanteriemengen eingesetzt. Und stellt euch mal vor, bei dieser Kugelzahl, was das mit den Menschen gemacht hat. Einfach durch Sieb, Beine abgetrennt, Körperteile, Menschen geteilt. Also es ist unglaublich, unglaublich, was Krieg anrichten kann. Koaxialmaschinengewehr ist genauso ausgerichtet wie die Kanone. Das ist auch so ein Scout-Car, nämlich der Greyhound. Nie gesehen hier vorher. Morris Car. Ich denke, das wird hier vielleicht ein Mörser oder ein Nebelwerfer gewesen sein. Klassisches Maschinengewehr, leicht gepanzert, schnell. Der Otter, kanadisch, der sieht ja lustig aus. Haha, ein bisschen wie ein Tesla. Ein Humber, MK5. Auch Scout, relativ hoch, damit man weit gucken konnte. Kanadisch, also hier sind die kanadischen Modelle und schaut mal hier, das erste Mal, dass die Dinger funktionieren. Das ist natürlich cool, das gibt es überall hier, aber das erste, das funktioniert. Und man kann sogar hier Fotos gucken, wie er damals eingesetzt wurde. Das ist ja toll, da sollten Sie aus meiner Sicht mehr daran arbeiten, dass das hier überall funktioniert. Aber das ist zum Beispiel kaputt. So, machen wir den Sack noch zu hier. Daimler. Ein britischer Daimler. Ne? Das ist auch spannend.
Warum ist er britisch und warum wurde er von Daimler gebaut? 41. War schon während des Krieges. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Also, wäre ja irgendwie strange, wenn Deutschland, deutsche Firmen, Daimler ist deutsch, Waffen bauen während des Krieges, wo man die selbst braucht und dann an die Kriegspartei abgibt. Keine Ahnung, aber da gibt es garantiert von euch welche, die wissen, warum das gemacht wurde. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns aufklärt. So, damit ihr eine kleine Orientierung habt, britisch und amerikanisch, deutsch. Hinter uns ist der Hetzer, hier sind die russischen Modelle, den wollte ich euch noch zeigen. Das ist ein sehr frühes Modell und der Turm sieht tatsächlich so aus wie von einem T-34. Und guck mal, da hat man den im See gefunden. Das ist ja cool, der lag die ganze Zeit im See und ich würde am liebsten mal drauf fassen und habe ich auch gemacht. Kaputt gehen kann er ja nicht, er ist, ja, ist ein Panzer. T-26, man sieht, der Turm ist fast so wie beim T-34, nur viel, viel kleiner und nicht so massiv. Und wann wurde der gebaut? 44. So ein kleines Ding. Also vielleicht wurde dieser Panzer 44 gebaut, aber eigentlich macht das ja keinen Sinn, so ein schwach gepanzertes Fahrzeug so spät im Kriege noch zu bauen. Hier nochmal der Blick auf den Panzer. Leider kann man nicht zoomen. Was ich euch noch zeigen wollte, da vorne ist eine Kuppel mit einem Maschinengewehr drin und die habe ich gerade nicht gesehen und ich filme mal nach links, weil wir haben hier Kinder, die wollen wir natürlich nicht mit drauf nehmen. So, wir halten die Kamera mal kurz runter und jetzt halten wir die Kamera wieder hoch. So, und da ist die Kuppel und anscheinend war die mobil. Schaut mal hier, 10 km/h. Hier guckte das Maschinengewehr raus und so wie es aussieht, ist es ein MG34, ein deutsches. Und hier konnte man das verschließen, natürlich von innen. Trageriemen. Und hier können wir reingucken. Das ist die Panzerung. Und schaut mal, da ist der Maschinengewehrschütze drin. Und da konnte er dann die Tür zum Beispiel, den Weg flankieren. Bei Verqualmung des Raumes Tretlüfter betätigen. Ofentüren müssen dicht geschlossen sein, Regelklappe zu. Hier haben wir den Abzug. Hier seht ihr, das ist keine Attrappe oder so, das ist original, Leute. 1942. 1942. Und man hat hier, damit wir hier reingucken können und natürlich auch alles befüllen können, hat man hier aufgeschweißt eine Trinkflasche, eine Stielhandgranate, persönliche Ausrüstungsgegenstände und ein deutscher Soldat. Ein Seeschlitz. Und dann konnte man das hier irgendwo hin transportieren. Das ist ja wohl noch nie gesehen. Vielleicht ist das sogar ein Periskop. Das ist ein Periskop, Leute, für die Beobachtung. Das ist die Klappe für die Belüftung bzw. Entlüftung. Puh, also, ich weiß nicht, wie lange das Video schon ist, weil ich musste jetzt mehrfach einen Akku neu reinlegen und die GoPro neu starten. Die jetzt zum Beispiel wieder, keine Ahnung, ich komme wahrscheinlich mit diesem ganzen tollen Material nicht zurecht. Ich habe keine Ahnung. Und wir gucken und jetzt... Das haben wir alles gesehen. Da waren wir schon überall. Bedeutet, wir gehen jetzt hier in diesen Bereich des Museums. Handfeuerwaffe und so weiter, Uniform kommt auch.